Jo, hallo liebe Leute, wieder eine Folge Fishing Planet. Ja, heute werde ich hier mal zum Lone Star reisen, weil hier fehlen mir noch zwei Fische, um alle abgehakt zu haben hier. Warum auch immer ich die noch nicht habe, weiß ich nicht. Aber hier der Rotohr-Sonnenfisch fehlt mir, der normale. Habe ich bisher nur Trophys gefangen, seitdem es diese Haken gibt. Und dann fehlt mir auch noch der Grashecht, obwohl ich ihn ja schon 100.000 Mal gefangen habe, aber ich habe immer noch nicht den Haken. Also seitdem es die Haken gibt, habe ich da wohl keinen mehr gefangen. So, den Grashecht, womit fange ich den? Ja, die sind alle viel zu groß, die Köder für den Grashecht. Habe ich irgendwas Kleines? Wo Hecht drauf beißen könnte? Natürlich nicht. Ah doch, hier Barbless Nanospoon Raute 1.0. Der könnte hinhauen, den könnte ich retten, oder ihn hier. Barbless Nanospoon 6 Gramm Raute 1.0 in Silbergrün. Ich habe einige hier, aber ich will noch einen anderen mitnehmen. Was schmeiße ich dafür raus? Habe alles nur Trophy und Spezialköder hier, die ich nicht rauspacken möchte. Oh komm, schmeiß mir mal die Nanospoons raus. Und nehme dafür hier ein paar kleine Blinker mit. Wie habe ich hier? Wo sind denn meine kleinen Blinker geblieben? Da, 5 Gramm Raute 2. Silber. Obwohl. Ja, den gibt es nur als 14 Gramm Raute 2. Aber wohl, den werde ich mal mitnehmen, genau. Und den und den, so drei Castingspoons, so. Und für den Rotohr-Sonnenbarsch nehme ich die, mache ich einfach nur einen kleinen Haken drauf. Es war eigentlich viel zu groß, die Ruhe, also viel zu stark, aber egal, mache ich einfach nur einen kleinen Haken drauf. Nehmen wir mal einen Raute 4 und Grille. So, auf zum Lone Star. Also das Boot, ja gut, lasse ich drin, habe ich jetzt keine Lust rauszupacken. Die paar Münzen, die das kostet, die Reparatur. Obwohl ich es nicht benutze, aber egal. So, fangen wir an mit dem Grashecht. Da gehen wir an den Spot hier. Ja, muss ich natürlich auch noch die Route wechseln, sonst bringt das nichts. Nee. Ich habe doch hier den Köder gerade gewechselt, oder? Ach nee, ich habe nur die Köder mitgenommen, aber noch nicht gewechselt. Genau. Ich muss ja erst noch den Köder wechseln. So, den packen wir weg. Den auch. Und dann nehmen wir hier erstmal den silbernen oder gleich den goldenen. Egal. Mit irgendwas muss man ja anfangen. So, das Wetter ist natürlich bescheiden. Mach das mal lieber hier. Kostet ja nichts. Und guck noch mal nach der Wetterkurve, ja, und geh mal hier auf die absteigende Kurve. Dann werfe ich hier in diese kahle Stelle. Ups. Und habe trotzdem was getroffen.
Ja, Kielbiss. Er hat auch wieder genau in dem Moment versucht zu beißen, wo ich gekurbelt habe. Natürlich bei so schwerer Ausrüstung fatal. Weil ich habe hier einen Schnureinzug von 115 cm. Da ist einmal kurz ein bisschen kurbeln schon gleich richtig viel Schnur, die da reingezogen wird. Das mögen die kleinen Hechte dann nicht. Da gibt es Fehlbisse. So, da will keiner beißen. Also nur ein Fehlbiss und probiere es nochmal auf der Seite. Auch in der Lücke. Und da haben wir was. Aber es ist bestimmt ein Barsch. Oder? Nö, da ist der Grashecht. So, den haben wir abgehakt. Jetzt fehlt noch der Rotosonnenfisch. Und dafür gehen wir hier ein Stück entlang dem Weg, bis hier die nächste Stelle kommt, wo man ans Wasser kann. Müsste hier gleich kommen. Hier kommt sie schon. Super. Nehmen die passende Rute mit Grille und schmeißen die hier zwischen die Seerosen. Da macht es auch schon Bing. Doppelt auch. Und Rotosonnenfisch. Jawohl. In normal. Beide abgehakt. Damit haben wir Lone Star abgeschlossen. Sehr schön. Okay, jetzt müssten wir hier alle haben, ne? Ich gucke nochmal nach. Haken, 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 Haken. Jo, alle Fische abgehakt. So viel dazu. Das ging ja schneller als gedacht. So, jo, was mache ich denn jetzt noch hier? Das Video ist ja viel zu kurz. Dann mache ich hier nochmal den drauf und guck mal, ob man mit denen hier auch Grashechte fangen kann. Achso, mache ich anders. Kein Bock zurückzulaufen. Ey, shit. So. Ja, ich habe schon mal die falschen Tasten, seitdem ich die neue Tastatur habe. Gucken wir mal. Auf dem Raute 2 Haken hier auch noch ein Grashecht beißt, aber ich glaube eher nicht. Der wird zu groß sein. Ja, Fehlbiss. Noch ein Versuch.
Nee. Ich glaub's nicht, dass es klappt. Irgendwas hat den Köder gerade am Boden runtergedrückt. War aber kein richtiger Fehlbiss. Ne, auf den Köder will ich nichts beißen. Platsch macht das. Dann gucken wir mal, ob wir noch ein Barsch fangen. Zum Ende des Videos wenigstens noch mal einen fetten Barsch. Und der gepunktete Barsch hier über 500, 600 Gramm, vielleicht sogar 700, 800 Gramm. Aber ich glaube, bis, ja, doch bis 900 Gramm oder so geht er hier, ne? Der sollte auf dem 2-0er Haken auch beißen können. Aber erstmal will gar nichts beißen hier. Ich mache einen Fehlbiss. Mal gucken, was habe ich denn an Bassjigs mit. Gramm oder 3-0. Ist auch der kleinste, den ich mit habe, ne? Ja, die anderen habe ich wieder rausgeschmissen. Okay, dann probier es mal mit denen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass hier heute kein Barsch unterwegs ist. Das ist schon wieder merkwürdig hier. Nicht ein Fehlbiss. Gibt es hier keine Barsche mehr oder was ist hier los?
Merkwürdig. Aha, da war der erste Pilbis. Aber es war bestimmt kein Barsch. Das muss was noch Kleineres gewesen sein. Okay, dann nehmen wir auch da jetzt einen kleinen Köder. Die da doch nicht beißen wollen, nehmen wir mal hier den goldenen 5 Gramm, rote 2, das habe ich noch nie gehabt, dass hier kein Barsch beißt bei Sonne um diese Uhrzeit. Da beißt hier sonst ein Barsch nach dem anderen. Gibt's gar nicht. Gibt es gar nicht. Gut, dann probieren wir es mal hier. Und schon wieder ein kleiner Fisch am Fehlbiss verursacht. War aber auch wieder kein Barsch, niemals. Aha, da ist er. Immerhin 663 Gramm. Super. Okay, Leute, das soll es dann gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.